So, wie in der letzten Folge angekündigt, werden wir mal auf den Vorbericht eingehen, ja, damit ihr auch versteht, was ich meine. Wir gucken uns mal die Mannschaft einmal eben an. Die spielen eine 5-2-1-2, das heißt, der Defensiv, die haben eine Niederlagenserie. Es ist eine Zwei-Sterne-Mannschaft, das heißt, die Motivation wäre relativ schlecht, würde ich jetzt sagen. Defensivstil, so schnell wie möglich mit aggressives Pressing zurückzuerobern. Das heißt, die gehen relativ schnell platt von der Ausdauer her. Das heißt, ich habe natürlich gute Möglichkeiten, dann zu kontern. Wir gehen mal in die Pressekonferenz. Bei dem einen Spiel konnte ich es nämlich nicht machen. Thank you everyone for coming. Thank you. Can we take your Ja, seats? Natürlich. We'll Also da sehe ich jetzt kein Problem. Ja, natürlich sind wir erfolgsfreundlich. Was ist denn das für eine Frage? So, Trainingseinheit lasse ich extra weg. Die brauchen wir nicht. Die spielen über die Flügel. Wir spielen ganz normal. Dann schauen wir mal. Wir werden auf jeden Fall den Hart in der Halbzeit auswechseln, weil den brauche ich für die Partie danach. Da würde ich den ganz gerne spielen lassen. Unser heutiges Spiel verspricht eine Menge. Es ist ein Duell, Erzielt im das letzten die Spiel zwei Tore. Tagen Wow. elektrisiert. Wir zeigen Sie natürlich live. Bleiben Sie dran. Ganz herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Schön, dass er zwei Tore geschossen hat. Wir wollen natürlich hoffen, dass er bei uns keine Tore schießt. Mein Name ist Wolf Fuß und der Kollege Frank Buschmann wird dieses Spiel. Aber merkst direkt, ne, direkt auf die Flügel raus. Und heute übertragen wir Ihnen ein Ligaspiel. Klingt nach richtig interessantem Fußball. Ich bin sicher, beide haben sich heute viel vor, um das Spiel da breit zu machen. Die Stimmung ist erstklassig. Alle erhoffen sich ein tolles Spiel. Und ich bin sicher, wir werden hier heute großartigen Fußball haben. Aber man sieht schon direkt zu Beginn, ne? Die wollen halt direkt nach vorne, ne? Direkt rauf. Der Ball holt er gut verteidigt. Ah, schade, kommt nicht ganz gut an. Hier nun die Aufstellung der Gastgeber. Werfen wir einen kurzen Blick drauf. Startaufstellung der Gäste. Die Gastgeber waren über die bisherige Saison das Team mit der stärksten Offensive. Was haben wir von denen? Das war nicht, weil die sind halt sehr schnell nach vorne gelaufen und haben jetzt hinten kaum Möglichkeiten zu verteidigen. Und sind dadurch anfälliger. Ne? Also, sie wollen natürlich schnell aufbauen, schnelles Pressing, Gegner überrumpeln. Der Fünferkette. Guter Pass. Da ist der Ball schon drin. Einfach nochmal zurückgespielt, den Ball eigentlich richtig gut gemacht. Dass man da nochmal zurückspielt, den Ball. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Ben Thompson. Merkt auch dieses aggressive Pressing, ne? Direkt drauf, gar nicht erst den Gegner die Möglichkeit geben, das Spiel aufzubauen. Das könnte was werden. Da hatte die Chance. Und durch dieses Kombinationsspiel können wir die halt ausnocken. Was Harz? Ich sehe es nicht. Das ist unser Topspieler gewesen in der letzten Saison. Hier kommt das Tor nochmal und da siehst du Archer was. Archer dürfte doch gar nicht spielen, glaube ich. Spielstand 2:0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Archer sollte gar nicht spielen. Okay. Ben Thompson. Muss ich den einen Stürmer mal zum ZOM machen, also ZM machen. Super Pass. Er schießt. Ja. Also wir tanzen sie im Endeffekt aus, weil wir halt diese L1-Pässe nutzen. Und dadurch haben wir halt jede Menge Vorteile. Perfektes Timing bei diesem Schuss. Hier das Tor nochmal. Ja, klasse gemacht. Den Ball abgefangen. Gefährlich.
Und hat man gerade gesehen, es steht keiner hinten. Ja, also es ist niemand da, der quasi die meine Spieler verteidigt, weil die alle relativ weit vorne stehen. Und das macht die mit der Fünferkette so anfällig, mit diesen schnellen L1-Pässen oder diesen Doppelpässen, die wir haben. Können wir hier wunderbar die Tore machen. Und das macht die halt anfällig. Und das ist halt das, wodurch du ein Spiel gewinnen kannst. Einfache taktische Aufstellungen mit den Tricks, die es hier so gibt, mit der 1-Taste und so weiter und so fort. So. Das ist alles. Wie gesagt, ich will halt in die Premier League. Und das ist halt das Ziel. Und wenn ich dann auch solche Spiele mit 4-0 zur Halbzeit führe, dann definitiv hochstellen. Definitiv. Wir schauen noch mal kurz auf die Wiederholung dieser Szene. Sie spielen den Ball zurück. Und dann macht er alles richtig. Harter Schuss aus der Halbdistanz. Besser kannst du das Ding nicht verbergen. So, wir gehen in die Pause. Da ist der Punkt. So, wir wechseln einmal durch, Harten immer raus, wir machen Weber rein, wir wechseln Hurst rein. Arnold könnten wir mal wechseln, ja, machen wir hier mit Camara tauschen, der kann ja auch hier oben spielen. Interessanterweise kann er das. Jetzt habe ich viermal gewechselt, richtig? Ja, ich habe schon fünf. Ja, stimmt, ich habe ja das ZM habe ich ja noch gewechselt. Da war ja noch was. Ganz wichtig, dass Sie da zur Stelle. Ah. Schade. Gut verteidigt. Schade. Aber das sind solche Gegentore, da kannst du halt nichts machen. Die kannst du halt schlecht verhindern. Aber es war jetzt nicht der, der jetzt zwei Tore geschossen hat, oder? Leute, ey. Freut euch, weil ihr ein Tor geschossen habt. Wir haben drei Tore Vorsprung. Zeigt uns zunächst die gute Parade. Richtig gute Parade. Ja, also sehr schlecht verteidigt in dem Fall. Guck mal, ich habe gar keine Möglichkeiten, da was zu machen, weil der Torwart kann gar nicht so schnell reagieren. Ich glaube, der Ball ging an die... an den Pfosten oder an die Latte? Ja, da kann man so schnell gar nicht reagieren, aber das ist nicht schlimm. Becker. Kein Vorteil. Vielleicht können Sie das jetzt ausnutzen. Ah, schade. Ich wollte eigentlich den weiter oben anspielen. Schade. Schön zugemacht. Ben Thompson. Sie verlieren den Ball. Also die spielen in der zweiten Halbzeit wesentlich besser als in der ersten. Schön, muss man so sagen. Schade. Jetzt gibt es hier einen Wechsel. Gutes Tackling hier. Acht Minuten jetzt noch. Schön durch. Oh, Ballgewinn hätte gefährlich werden können. Da
können sie kontern. Tja, Chance zum Konter war da, aber dann dieser Ballverlust. Eber noch mit dem Ball. Sekunden gibt es noch als Nachspielzeit. Viel geht also nicht mehr. Schade. Ja, eine gute Möglichkeit gewesen. Die Gastgeber dürfen sich über einen Sieg freuen. Ja, wieder. Just a couple of questions for you.